Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge GTA Online. So, wir sind hier ganz am Aussuchen, welche Karre wir nehmen. Oh, die sieht cool aus, die nehme ich. Keine Ahnung, was sie kann. Wir machen jetzt ein Rennen. Wir können jetzt wetten, auf wen denn? Wer sieht denn cool aus? Ja, waren wir zu langsam. Jo, jetzt geht's los. GTA Online, Motorrad drin. Auf einer richtig coolen Strecke, hab mir das Spiel gegönnt, weil es einmal ein Angebot war auf Steam. Und. Oh, ich komme besser weg als der vordere. Ey, mach das komische Ding weg. Hä, was? Ich kann so nicht fahren. Mach das Ding eben weg. Ja, okay, dann fahren wir halt einfach so. Alter, wie schnell sind die denn alle? Ich bin jetzt, wie heißt es, er noch neu, hab hier noch 0 an Fahrerlevel geskillt. Obwohl, ich glaube 1. Aber so an. Hä, wie kann man denn die Kamera ändern? Na egal, dann halte ich halt einfach die eine Taste gedrückt, damit ich so fahren kann. Ist ja jetzt auch kein so großes Problem, weil man braucht ja nicht mehr, nicht unbedingt mehr beim Motorradfahren. Ich bin 12, das ist doch voll schlecht. Guck mal, ich bekomme Windschatten. Oh nein! Was muss man nochmal gedrückt halten? Die Taste, oder? Nein, die Taste. Ja, okay, dann bin ich wenigstens tot. Ich sollte mir nochmal die Steuerung angucken. Ich wusste die beim letzten Mal noch. Beim letzten Mal wusste ich noch, wie es ging. Aber eigentlich könnte das jetzt auch machen. Ach, Moment, ich bin noch gar nicht Letzter gewesen, aber ich glaube, jetzt bin ich Letzter, wa? Ne, hinter mir ist anscheinend noch jemand. Das heißt, ich bin nicht der Letzte. Das ist doch schön. Aber da kommt er. Nein, jetzt bin ich Letzter. Das kann nicht wahr sein. Kann ich den irgendwie erschießen? Oh jawohl, ich habe einen überholt. Weil der andere einen Boost nicht bekommen hat. Nice. Ja, jetzt kommt ja eine ziemlich lange Zeit keine Videos, wa? Naja, ich hatte nicht wirklich die Motivation, nachdem ich Drakensang beendet hatte. Beziehungsweise nachdem halt Drakensang die Erweiterung gekommen hat, beendet würde ich jetzt schon mal nicht sagen. Ja, aber ich brauchte auch einfach nochmal eine Pause, weil YouTube hat mir dann auch relativ weniger Spaß gemacht. Generell das ganze Zock hat mir relativ weniger Spaß gemacht. Mehr als eine Stunde pro Tag habe ich dann auch keine Bock mehr gehabt. Und ja, dann dachte ich mir, ist mir jetzt gerade so halt die Motivation gekommen, ey, könnt ihr doch mal ein Video von GTA Online machen? Und was hat gerade so gedacht, oh ja, weißt du, es macht gerade echt eine Menge Bock. Kannst du Leuten ein bisschen Sachen erzählen? Gerade hast du jetzt mal noch ein paar Themen im Kopf, die du machen konntest, zum Beispiel von den Q. 3-Map-1 Stories Geschichten. War, glaube ich, noch eine dabei, die nannte sich: Welche Spiele hast du in der Kindheit richtig hart gesucht und hast du richtig gern gespielt? Oh, da ist ein Spiel halt dabei, was ich heute immer noch richtig gerne spiele, wenn ich da mal spiele. Halt Gran Turismo 4. Man konnte damals halt so Geld sich verdienen und da habe ich mir früher immer richtig schön viel Geld gefarmt, damit man halt die geilsten Autos, die ich alle direkt kaufen konnte. Dieses eine mega schnelle BMW-Auto, was von hinten mega geil aussah. Oder dann, es gab so ein Auto, das nannte sich PlayStation. Und dann halt die Rennfahren, besonders wie heißt es, mein Lieblingsrennen, weil es auch eines der vordersten Rennen waren, war diese eine Meisterschaft, die man bei, ich meine, es war schwer gefahren ist. Oder Profi, ich weiß nicht, die letzte Meisterschaft, die man erfüllt, dann hat man extrem freigeschaltet. Weil da war ich auch nicht der Überflieger, da war ich nämlich immer so ganz hart am Kalkulieren. Schaffe ich das? In dem Rennen muss ich jetzt die und die Punkte schaffen, um noch den und den zu überholen. Beziehungsweise nach vorne zu bleiben, halt auf dem ersten Platz. Und dann, wie heißt es ja, war noch eine Geschichte, habe ich das einmal geschafft. Da war das letzte Rennen dann,
Boah, wie nennt diese eine französische Strecke? Oh, Le Mans. Genau, das war Le Mans. Die konnte nämlich gut, die hätte ich easy gewonnen. Aber naja, dann war halt ich nicht an der PlayStation dran, sondern dann hat mein Bruder damals das Rennen weggemacht und das hat mich übertrieben geärgert. Weil ich hätte nur noch das Rennen zu Ende fahren müssen, hätte ich das geschafft. Ja. Das nächste Mal, als ich dann an der Konsole wieder dran war, habe ich es dann halt auch geschafft. War dann auch halt kein großes Problem. Was aber auch immer am geilsten war, ist halt einfach die Lizenzen machen. Oh, jetzt habe ich gerade richtig geil Windschatten bekommen, habe ich überholt. Wieder Neunter. Waren halt die Lizenzen. Weißt du, früher war halt so, dass so. Oh, Lizenzen, das Schwierigste auf der Welt. Man muss auch sagen, die eine Runde auf der Nordschleife fahren ist nicht ganz ohne. Das ist echt schon. Ein Fehler und du bist weg. Und wenn du zu langsam bist, musst du auch noch mal fahren. Und dann mit so einem richtig schnellen Auto auf der Nordschleife. Puh. Also das ist, glaube ich, die Abschlusslizenz von der Speziallizenz. Fahr mit so einem Mercedes Tourenwagen eine richtig schön schnelle Runde auf der Nordschleife. Das ist schon echt anstrengend. Müsste man eigentlich sich mal die Challenge nehmen und da Gold machen. Es gab ja so Silber-, Gold- und Bronzemedaillen, Trophäen. Und ja, da müsste man sich mal vornehmen, ich will da mal Gold schaffen. Ach lol, man wird da verlangsamt. Ja, okay, deswegen fährt man da nicht drüber. Oh, ich bin wieder Neunter, ha. Obwohl ich den einen, der da vorne war, nicht überholt habe. Ich glaube, ich habe das schlechteste Auto genommen, was man nehmen konnte. Weil wenn man das Auto nimmt, was gut aussieht, ist immer das Schlechteste. Aber das könnte aber auch so gewesen sein, dass hier die Einstellung von Haus aus gewesen ist, dass man hier in der Nahsicht ist. Oha, es war jetzt gerade so, als würde er auf die Fresse geflogen zu sein. Aber irgendwie ist die Ansicht auch echt cool. Brumm, brumm, brumm. Wir fahren jetzt MotoGP. Und ich habe mir mal was überlegt, wie heißt es, was für Videos man machen kann und welche nicht. Ich glaube, ich könnte. Oh, guck mal, jetzt bin ich bei Fahrern bei 100 von 100. Jetzt bin ich auch ein besserer Fahrer. Ich bin sogar Achter geworden. Geil! Ich bin sogar Achter geworden. Jo, auf jeden Fall Gran Turismo 4 damals echt eine Menge Bock gemacht. Wer ist danach? Der Teil danach, halt Gran Turismo 5, der hat mich so dermaßen enttäuscht. Also. Der war echt so ein richtiger Reinfall für mich, Alter. Da war echt so. Nee. Hatte ich echt keinen Bock auf das Spiel. Weil zum einen, was sich an Gran Turismo halt dermaßen, also an 4 gefeiert hat, dass man halt Geld sammeln konnte, sich damit ein Auto kaufen, dass man nach erfolgreichen Meisterschaften so eine. Hier diese Musik und dann kommt dieser Kreisel. Herzlichen Glückwunsch. Hier haben Sie ein neues Auto. Das war halt so. Hat man sich immer gefreut, wenn man es gewonnen hat, weißt du, man bekommt halt ein Auto als Preis dafür. Oder wenn man alle Rennen von einer Meisterschaft oder einem Grand Prix oder da geschafft hatte, bekommt man auch ein Auto. War halt mega geil. Also es gefällt mir gut, ich mache Y. Ach ja, ist ja ein Xbox-Controller. Ich komme immer noch nicht damit klar. Eigentlich wollte ich ein Y geben, aber ich habe ein X gegeben. Weißt du, ich denke, Y wäre das Viereck bei Sony. Aber ich sehe halt nicht so. Oh, das sieht cool aus. Obwohl dieses andere Stunt drin sieht auch echt cool aus. Oder das da oben. Ah, da wird so viele geile Stunt drin. Guck mal, der Porsche. Oh. Jo, war auf jeden Fall mein Spiel der Kindheit. Neben, glaube ich, kein anderes sonst. Also, was wirklich in der Kindheit gespielt ist. Die anderen Spiele, die ich sonst hart gesuchtet habe, waren halt echt sonst eher. Ja. Welches Spiel habe ich sonst noch hart gesuchtet in der Kindheit? Ich glaube, in der Kindheit war halt nur Gran Turismo 4 und das war's.
Obwohl ja doch ein relativ großer Teil noch Red Faction 2. Da war ich echt mal richtig gut drin, aber das war auch wirklich eher nur so eine kleine Periode. Gran Turismo war wirklich so über ein paar Jahre wirklich mein Favorite Game. Ja, wo dann halt, was obvious ist, halt Mario Kart und Pokémon. Hat man halt beim Handheld gespielt. Hatte ich halt hinter beim Spielstand 99 Stunden, 99 Minuten, 99 Sekunden. Also es war, ja, seltsamerweise stand da überall eine 9 drin. Obwohl ich mir dachte dann so, das geht doch gar nicht. Also anscheinend habe ich die maximale Spielstandzeit erspielt, die wahrscheinlich noch weit über hinausging. Ja. Oh, der spielt den, der sieht cool aus. Der scheint auch echt gut zu sein. Oder auch nicht. Ich glaube, der scheint besser zu sein, wa? Hat eine bessere Beschleunigung und bessere Traktion. Aber der hat ein bisschen mehr Speed, nehme ich den. Hier, komm, ich wette auf mich. Da. Keine Ahnung, ob ich die jetzt platziert habe. Glaub nicht. Jo, dann nächstes Rennen. Diesmal mit Autos. Ich bin mit Autos bessern. Guck mal, wieder vibriert. Ach, so hat man es umgestellt. Mit Select. Keine Ahnung, ob das bei Dingsbum Select heißt. Windschatten. Ich will nix Aufnahme. Habe ich jetzt irgendwie gerade eine Aufnahme gemacht? Okay. Oh shit. Backflip. Goes horribly wrong. Kann ich jetzt irgendwie wieder anhalten? So. Jetzt fahren wir die Kurve smooth. Ah, guck mal, ich habe einen 55 Sekunden Clip. Jetzt mach das doch Stopp. Ups. Okay, jetzt habe ich die Aufnahme gestoppt. Gut. Aber hab da schon wieder echt verloren. Ey, ich lass mich echt von vielen Sachen ablenken. Aber ey, die Map ist cool. Das finde ich halt echt, habe ich halt echt gefallen. Weißt du, ich habe mir auch quasi hier GTA nur gekauft, weil ich halt. Oh shit, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr. Und jetzt volle Kanne! Boom! Im wirklichen Leben wird man dabei sowas sterben, aber ist ja scheißegal. Wir sind ja nicht im wirklichen Leben, wir sind in GTA! Jo. Ich habe mir quasi GTA auch nur geholt, weil man hier so geile Rennen fahren kann, weißt du? Weil ich bin so ein Rennfutzki, der mag halt echt gerne Rennen fahren. Also zum Formel 1-Spiel habe ich mir ja mittlerweile auch gerade überlegt, da könnte man echt was machen. Also habe ich eine Videoidee, wie man das echt machen könnte, wie man es hinkriegen würde. Das wird für mich echt eine Menge Aufnahmearbeit heißen. Weil einmal müsste ich halt die ganzen Sachen spielen. Ich würde dann auch Warm-up und. Also ich würde halt einfach volles Programm machen, so. Ich glaube, weiß jetzt nicht, wie weit F1 2013 mit Freitagstraining, Donnerstagtraining und so. Okay, Donnerstagtraining gibt es nur in Monaco. Das drin hat, aber ich würde dann auch komplett durchziehen. Eventuell würde ich dann vielleicht auch eher auf F1 2016 umsteigen. Oh, nein! Hier, komm! Respawn-Taste. Wo war die Nummer? Ah, ich habe sie wiedergefunden. Ha. Ich glaube, ich habe trotzdem zu wenig Speed. Ich bin aber noch Neunter. Ich glaube, die Strecke habe ich schon mal gefahren. Kommt mir bekannt vor. Aber ich habe auch einmal so eine richtig coole Strecke gefahren. Ich glaube, die werden auch so immer richtig schön aktualisiert. Ich glaube, ja, man müsste sich die sogar selber bauen können. Können wir ja mal in der Folge machen. Und wir bauen uns einen eigenen krassen, geilen Parcours mit richtig geilen Drifts und
geilen Geraden und geilen Stunts und geilen Rampen und einfach alles geil. Boah, am besten so eine Karussell-Map. Ja, ich habe eine geile Idee. Wir bauen einfach eine richtig krass schnelle Karussell-Map. Ich bin mal gespannt, wie weit oben man anfangen kann zu bauen. Oh ne, nicht nochmal versuchen. Hat ja beim ersten Mal nicht geklappt. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, klappt es nie. Ne, stimmt doch gar nicht. Oh, er hat mich nicht weggerammt. Jetzt bin ich wieder Achter. Oh! Kontrolle verloren, leicht. Wie kann man eigentlich zurückgucken? Hä, was war denn das? Boah, geil, Actionkamera. Actionkamera. Oh shit. Oh, das wird zu viel Action. Nein, ich bin Platz 11. Was macht der denn da? Puff. Oh yo, mich behindern. Die Flying Stars von der Caribbean. Ey, ey. So landen. Ein bisschen da links. Ja, okay. Keine 10 von 10, aber eine 9 von 11. Ja, wird auf jeden Fall in nächster Zeit wieder öfters mal Videos geben. Ich glaube, ich werde GTA eventuell zweimal bringen. Also, wenn mit zweimal heißt, jeden zweiten Tag. Eventuell sogar täglich. Ich habe da auch noch ein paar coole Spiele, die ich jetzt endlich mal let's playen kann, weil ich genügend Zeit habe. Weil dadurch, dass ich jetzt auch, ja, wie heißt es? Ja. Dadurch, dass Drakensang halt so mega kacke geworden ist, habe ich halt eine Menge Zeit mehr, weil ich halt nicht mehr farme. Also nicht mehr so viel. Beziehungsweise, ja, nur wenn ich Bock halt habe. Joa, dann kann ich halt sogar meine Zeit nutzen für andere Spiele, die ich sonst nie gespielt habe. Weil für ein interessantes Drakensang-Videos musste man einen geilen Charakter haben. Eigentlich nicht. Weißt du, wenn ich mir so Lutsche angucke, die einen richtigen Müllcharakter haben und einfach nur Story spielen. Du kannst Videos vom Leveling machen. Ja, ich kann mir auch selber in. Nee, kann ich mir doch nicht. Finde ich persönlich übertrieben langweilig. So, ja, ich habe jetzt hier 5000 Monster geklatscht und habe jetzt 5% XP. Och, Video. Ach, das Ding ist schon vorbei. Wir sind auch schon bei 18 Minuten. Okay, dann war es das auch schon für die Folge. Habe ich noch irgendwelche abschließenden Worte? Ja, wie gesagt, GTA kann täglich bis. Also erstmal zweimal. Jeden zweiten Tag. Bis täglich eventuell, je nachdem, wie viel Bock ich darauf habe. Jetzt gerade habe ich echt Bock auf ein paar Videos zu machen. Und ja, dann wird sich in nächster Zeit ein paar geile Spiele rausgeholt, die ich euch echt mal präsentieren wollte, weil ich mir die schon vor langer Zeit gekauft habe und als richtig geil empfunden habe und euch echt mal richtig geile Spiele zeigen will. Ja, was hat erstmal. Tschüss.